wir waren ein bisschen Zelda. Und, ja, letztes Mal habe ich ja mit 2 Stunden 2 Level geschafft, also, ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ich muss dringend, also ich habe gestern was auf Twitter gesehen, da gab es, Reddix oder so ähnlich heißt das, ne? Weiß ich jetzt nicht genau, irgendwas mit Red war das. Der Red, nenne ich ihn einfach mal X5. Und der soll so diese ganzen verschiedenen Auflösungen von PlayStation zum Beispiel soll er hinkriegen. Und bis jetzt gibt es nur den X2 irgendwie und ja. Wenn ich das hier schon wieder sehe, ich brauche das Ding. Weil das tatsächlich den Output besser hinkriegt. Das hier ist ja jetzt gerade überscannt auf einen Line-Doubler. Hey, was willst du hier im Tempel der Schatten? Willst du Graf Ganon sehen? Wie, der ist hier? Tempel ist voller Gefahren, das wird kein Zuckerschlecken. Bereitet euch lieber gut vor. Wir sorgen dafür, dass keine suspekten Gestalten den Tempel betreten. Aber ihr seid ja richtige Muttersöhnchen, ihr werdet es nicht lange machen. Aber es ist eure Entscheidung. Wenn ihr unbedingt draufgehen wollt, bitte. Du wirst früh genug erfahren, wie mächtig Graf Ganon ist. Graf Ganon hat uns beauftragt, auf Reisen in Vierergruppen zu achten. Ich sehe und siehe da, ihr seid zu viert, nicht? Hehehe. Aber Graf Ganon fürchtet sich nicht vor Kindern wie euch. Er meint sicher andere. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Puh, ich bin ganz kaputt. Ich kam den ganzen Weg von den verlorenen Wäldern, um meinen Respekt zu beweisen. Okay, der steht für nicht wach, der stellt sich einfach nur dazu. Tempel der Finsternis. Oh je, ich befürchte was. Nee. Oh nee, nicht so ein Tempel. Wohlmerkt, ich habe so lange nicht gespielt, ich habe keine Ahnung, was wo ist. Achso, hier ist was. Wer sollten wir das nutzen? Wäre eventuell sinnvoll. So. Da gibt's nichts. Da auch nicht. Ah. Von einer Treppe, von einer Brücke zur anderen. Nee, manchmal muss man sich auch was gönnen, was so Sachen angeht. Meine, ich habe mich ja die letzten Tage ein bisschen intensiver mit den ganzen Accounts und was nicht alle da gab, beschäftigt. Den Podcast habe ich auch durchgehauen, obwohl ich so verdammt müde und nicht aufnahmefähig war. Und so 1-2 Dinge habe ich glaube ich auch schon behalten. Da gucke ich mir dann nochmal genau das Skript morgen an. Und eventuell komme ich da schon voran irgendwie. Hoffe ich. Werde ich sehen. Meine, ist ja auch ein bisschen Zeit. Ich habe mich auch für den Sprint angemeldet, also passt schon. Okay, machen wir erstmal so. Und dann nehmen wir den übrigen dahin. Ist übrigens auch der Grund hier wegen RGB und so. Das ist ja auch der Grund, warum ich so lange überhaupt nicht GameCube gespielt habe. Oh oh. Da bin ich direkt die falsche Richtung gelaufen. Aber ich habe es noch geschafft. Ja, Podcast, genau. Genau das meine ich, Dave. Nichts anderes. Garantiert. Nee, kontextmäßig, es gibt für manche Kurse gibt es so einen Podcast bzw. Vodcast. Und ja, ich bin dann halt auf Handy gezogen und auf der Arbeit gehört. Ersten Tag gelang das sogar gar nicht mal so gut. Ja, Dave, wir haben ja schon ein paar Mobile-Titel gespielt auf dem Kanal, ne? Mir Reincarnation will ich natürlich auch noch ein bisschen spielen. Aber ich dachte mir, so Japan-Only-Ding, ich glaube, das ist eher so im Anschluss zu einem anderen Spiel, was ich dann gespielt habe.
sinnig und nicht so als Einzelfall. Ich glaube, das ist nicht so spannend, wenn ich da, ohne dass ich mich großartig auskenne, da damit beschäftige. Ich glaube, wir kommen von der anderen Seite bestimmt dahin und kommen dann hier zurück quasi. Aber ja, Diablo Mobile werden wir wahrscheinlich auch spielen. Wahrscheinlich nicht so lange, aber einmal angucken kann man mal. Genau, Freitag gibt's dann erstmal natürlich Diablo 2. Dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Ich meine, ich habe Freitag dann auf, frei. Beziehungsweise diesen Freitag noch kurz arbeiten, nächste Woche habe ich frei. Ist ja für mich im Grunde genommen quasi das Gleiche. Weil momentan ist, besteht da für mich kein Risiko in irgendeiner Form. Diablo Immortal meint er. Wurde ja, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr auf der BlizzCon angekündigt. Da haben alle halt auf Diablo 4 gewartet. Und dann waren sie noch nicht fertig mit Diablo 4 zur Vorstellung. Und haben stattdessen Diablo Immortal vorgestellt fürs Handy. Was so ein bisschen nach Diablo 3 aussieht. Und ja, alle waren halt enttäuscht, haben gedacht, das ist ein Scherz. Und da kam halt auch dieser Meme aller... genau da. Don't you have any phones oder sowas, ne? Und ja... Schon wieder. Was haben wir hier mit der Bombe? Warten wir erstmal ab. Hey, wenn es das rauskommt, gucke ich mir das natürlich auch an, weil zu der Information, Olsi, wir haben letztes Wochenende haben wir im Koop Diablo 1 mal durchgespielt. Wir wollten auch Hellfire spielen, aber da gibt es keinen Multiplayer drin und zudem ist die Multiplayer-Mod auch noch, also es gibt eine Multiplayer-Mod, die ist leider ein bisschen buggy. Deswegen haben wir das dann einfach jetzt übersprungen und werden dann Diablo 2, bevor das Remaster kommt, nochmal das Original spielen. Ja, die Story von 1 war ja schon mal sehr lustig, aller er besiegt, also der Held kommt wieder in, die, in seine Heimatstadt, besiegt Diablo, nur um sich den Seelenstein von Diablo selbst in die Stirn zu rammen und selber Diablo zu werden. Ja, in Grübel, mit euren blöden kleinen Bomben habt ihr einfach unseren Sockel gesprengt. Genau, hier ist der Sockel für die Statue des glorreichen Graf Ganon. Noch ist er nicht fertig, also seid vorsichtig. Denn wenn er nach der Nord- und Südseite Löcher hat, ist er beweglich. Würde ich bestimmt nicht machen wollen, dass ich ihn bewege. Nee, und da gibt es ja jetzt, wo ja jetzt vorgestellt auch Diablo 2 Resurrected mit einem 3D-Overlay über das, quasi über das Original mit halt 3D-Grafik drüber halt, ne? Und dann haben sie noch irgendwie den Soundtrack, glaube ich, remastert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das Ding hinschieben soll. Und ja, wie gesagt, da wollen wir uns kurz das Original vorher ansehen. Wenn sie dann irgendwann halt ankündigen, ja, hier kommt dann und dann Diablo Immortal oder Diablo was anderes, dann kann man halt sagen, ja, bin ich schon fertig für. Okay, wie soll das funktionieren? Ich sehe jetzt nicht, wo ich irgendwas, wo ich das irgendwie draufstellen soll. Ja, schön, dass wir hier das bewegen können, aber ich weiß nicht wozu. Das ist das Ding, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Also das Spiel hier.
Ja. Ich kann das nicht seitlich werfen, glaube ich. Nee, funktioniert nicht. Ich finde, das ist auf jeden Fall okay, sich nochmal das Original anzugucken. Muss wahrscheinlich gar nicht sein. Aber dann weiß man wenigstens, wie das halt aussah. Und dann weiß man, okay, diese Quality of Life Verbesserung haben sie jetzt im Remaster gemacht und so. Natürlich jetzt schwierig, wenn ich nicht weiß, wo ich mit dem Ding hin soll. Ich kann es ja mal versuchen, vor diesen Eingang da unten zu stellen. Muss ich noch ein Stück. Anderes kommt mir jetzt gerade nicht so in den Sinn, weil ich weiß nicht, ob sich das vielleicht öffnet, wenn man da den Durchgang hat. Nee, scheinbar nicht. Jetzt kann man auch nicht mehr durchgehen. Ah! Du hast unseren kostbaren Sockel verschoben. Du hast ihn berührt. Was bildest du dir ein? Du bist gemein. Wah! Okay, hast du noch was anderes zu sagen? Nee. Vielleicht, wenn hier die Dinger weg sind? Oder die Dinger weg sind? Oh, wir werfen das hier so durch. Schien auch nicht so sinnvoll. Hm. Ist natürlich die Frage, was wir hier machen sollen überhaupt. Er steht wieder an seinem Platz. Links von ihm ist nicht wirklich was an der Wand. Hier haben wir auch nicht wirklich irgendwas. Muss wahrscheinlich blind sein. Okay, das ist interessant, glaube ich. Dann verschiebe ich ihn doch mal wieder in die Richtung da. Was nicht geht. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass wir konnten ihn doch vorher bis da oben hin verschieben. Ah ja, muss nur richtig stehen. Also richtig bringt mir das nicht, dass er da so steht. Beziehungsweise, dass er springt. Irgendwie bin ich gerade lost. Das ist auch kein Geheimgang oder irgendwas. Auch nicht zum Bomben. Weil sonst würde ich sagen, dass man hier den wegschieben muss, weil man dann irgendwie da nach links weiter könnte, eventuell.
Aber hört sich nicht so an, falls das überhaupt so geht bei diesem Spiel. Kann man hier runter? Nein, kann man nicht. Die Schalter sind auch schon fertig. Achso, ohne Fall kommen wir hier gar nicht mehr zurück. Aber bis jetzt war bei diesem Spiel immer so, dass ich, dass irgendwas Dummes ist, woran ich nicht denke. Irgendwas ganz Einfaches wird das sein wieder. So aller, Dinge ziehen oder werfen. So, der ist wieder so. Das fliegt wieder rüber. Dinge können wir nicht über die langen Stacheln werfen. Die Bombe können wir theoretisch durch die Tür werfen, aber das bringt uns reichlich wenig. Der beschwert sich nur über uns. Ja, das habe ich erwartet. Okay, er reagiert nicht darauf, dass ich ihn mit einer Bombe abwerfe. Ich könnte halt noch probieren, ob ich mit dem Bogen dadurch komme. Ich bezweifle es mal stark. Irgendwie kommt man da von rechts hin, aber... Gut, da hole ich mal kurz den Bogen. Eigentlich muss man ja mit dem Bogen hier weiterkommen, mit dem Hammer, wenn man den bekommt. Dieser Sockel tut ja auch drauf reagieren, ne? Aber bis jetzt nicht, was uns das bringt, dass der so springt. Tatsächlich kommt das nicht durch. Fliegt einfach durch den Deko durch. Und wenn wir drin stehen, während wir den Hammer benutzen, was passiert dann? Ich meine, der wird nicht umsonst da platziert sein, wo er gerade ist. So. Okay, ich... Ich stun mich also selber damit.
Naja, passt doch genau da rein jetzt, ne? Ich kann theoretisch auch versuchen, da wirklich noch so eine Bombe an die Stelle zu werfen, wo der Sockel stand, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Der Boden davon bestimmt auch nicht. Nee. Kann es auch nicht durch die Tür schieben bestimmt. Das wäre natürlich urig, wenn das geht. Nee, natürlich nicht. Ich frag mich halt gerade wirklich, was das bringen soll. Ich meine, ich kann das bestimmt nicht über die Stacheln schieben. Das wäre ja, seltsam. Na gut, probieren wir es einfach mal. Also wenn es das einfach ist, dann habe ich hier gerade wieder Zeit verschwendet. Ich habe Zeit verschwendet. Okay. Ich sag ja, das ist wieder so eine dumme Lösung, auf die ich einfach nicht komme. Weil ich davon ausgehe, dass es... Ah ja, wie auch immer. Und hier können wir die Tür quasi öffnen. Mit einer Forstfee. Jo. Also darüber können wir wiederum nicht werfen, oder was? Achso. Dann wäre das Spiel doch bestimmt, dass ich wieder das gleiche benutze wie vorher. Ich denke mal, ich soll das bestimmt noch mal irgendwie genau so schieben, dass man da überall rankommt. Jo.
Geht doch. Und hier haben wir unsere Hammer-Time. Geht doch. Sollen wir die jetzt alle machen, damit die Tür aufgeht, oder? Nope. Diese Hammerdinger kommen auch wieder zurück. Das ist ja natürlich nett, dass er hier... So, gleich erstmal, wenn man durch in den Raum kommt, ne? So. Nee, am Freitag kann ich mir halt die Zeit für Diablo nehmen, weil ich ja nicht nur die darauffolgende Woche frei habe, sondern halt davor nicht arbeiten muss und dementsprechend dann einfach sagen kann, okay, mache ich die wichtigen Sachen vorher und abends ticker ich dann 19 an und dann können wir beide zocken. Und soweit ich gelesen habe, ist Diablo 2 auch ein bisschen länger. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so eine längeren Sessions machen, wenn ich das dann für den Tag nicht als geeignet erachtet. Und dafür dann halt ein bisschen öfter, ne? War logisch. Wir müssen halt alle zu den Zeiten, die wir können, ne? Ich bin jetzt gerade gespannt, wo ich denn bitte hier eine Mondperle hinpacken soll. Ah, in einen der nächsten Räume bestimmt. Okay, werfe ich die erstmal hier hin. Da war sie schon mal wahrscheinlich nicht. Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal... Komischer Raum. Ah, da oben. Sag das doch, Spiel. Ich bin doch gerade schon reingegangen. Brauche ich jetzt wieder einen Bogen? Nee, eine Zwille. Auch komisch, dass sie eine Schleuder und einen Bogen reingepackt haben ins Spiel. Und das bringt mir jetzt so weit was in... Wir haben jetzt Zwille. Wir haben hier den quasi Ausgang. Wir können wahrscheinlich nicht darunter, genau. Und das Muster hat sich hier nur geändert dafür.
Aber wir haben die Zwille, also können wir wahrscheinlich irgendwo einen Schalter betätigen, ne? Vielleicht da oben? Nein, hier war ich noch nicht. Nervensäge. Okay. Dann können wir jetzt theoretisch durch die blauen. Praktisch jedoch nicht. Okay, dann machen wir das so. Ist klar, Spiel. Wollte nicht, dass ich mit 4 Leuten so agiere, als ob ich 4 Leute wäre. Eine Bombe wäre nicht schlecht, aber haben wir gerade nicht. Nein, geht nicht. Nicht, dass ich in ein anderes Level reingehe. Da brauche ich ja sowas wie eine Bombe bestimmt. Aber wie soll denn das sonst gehen? Muss ja zeitversetzt da drin sein. Genau, hier kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht in der Schattenwelt unseren Hammer holen. Hier kommen wir mit der Zwille auch nicht durch. Und hier ist wieder deaktiviert. Müssen wir vielleicht doch quasi einzeln. Nee, da geht er auch alle durch. Nee, doch nicht. Aber ich kann nicht wechseln. Ist das gedacht? Muss man natürlich auch erstmal drauf kommen, dass da nicht alle betätigt werden sollen. Aber für den anderen Raum brauchen wir wahrscheinlich eine Bombe. Aber wir müssen oben rauskommen, das geht auch. Hmm.
Okay. Kommt man auch in die Schattenwelt oder was? Au. Wie die mich treffen und ich sie nicht. Geht doch. Warum nicht gleich so? Gut, dann können wir wahrscheinlich hier hinten noch mal runter. Schlüsselloch. Das war ja hier. Kommen wir hier raus und dann ist alles gut. Okay, ganz viele Tools zur Verfügung. Hier können wir eine Bombe benutzen. Oder mit den Schuhen. Nehmen wir mal die Schuhe. Genau, wir haben nämlich hier auch keine Bombe, also bleibt uns nichts anderes als die Schuhe. Genau. Bumerang vielleicht? Ah ne, wir können mit der Bombe in den anderen Bereich dann weiter, ne? Boah, wir nehmen einfach... Vielleicht mit dem Pfeil und Bogen. Bei der Zwille. Gucken wir mal, ob wir damit die Pots kaputt kriegen. Wir kommen gar nicht hin. Dann du halt. Dann du. Damit kriege ich nichts kaputt. Kann ich das vielleicht mit dem Charge? Ah, mit Charge ging es. Easy. Genau, einfach runterfallen. Hier ist die Schattenwelt. Hier aber nicht wirklich was hat, außer dass wir da runtergefallen sind. Ah, hier sind wir. Welche Schlüssel noch? Doch kein Schlüssel noch.
Ach so, ja, da war ja was. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite hier raus. Das ist sehr schön. Können wir hier nämlich die blauen umstellen. Und somit weiterkommen. Ohne Bomben, wohlgemerkt. Haben wir noch irgendeinen? Ne, Gegner haben wir hier nicht mehr. Eventuell kann man genau die Tür öffnen mit. Ich dachte, ich muss alle vier schieben, aber so ist auch okay. Au. Was passiert hier? Chaos. Eingeeist, einge. Wow. Das war interessant. So, einen habe ich wenigstens. Zwei, glaube ich. Wow. Schon ein bisschen nerviger Raum. Vor allem, dass ich ständig eingeeist werde, ist jetzt nicht vorteilhaft. Vor allem anderen, was im Raum passiert. Boah. Ja, es saugt mir so 2000 Dinger raus, ne? Aber ich krieg noch 200 zurück, ist klar, Spiel. Mag ich auch. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Weiß nicht, ob ich die anderen Dekus hätte ansprechen müssen, aber sprechen wir mal die hier an. Wir möchten einen Edelsteinmoment hier errichten. Die Inschrift ist schon fertig. Da wird stehen, zwei Ölkrüge zerschlagen. Das ist doch das Edelste, was es gibt, oder? Super Edel, nicht? Super Edel. Wir möchten hier einen Steinmoment. Ja, ja. Drei an der linken Wand. Okay, dann werden die ersten beiden wohl die ersten Punkte geben, ne? Zwei Ölkrüge. Drei linke Wand. Eins, vier hochkant in Reihe stellen. Also hochkant in Reihe stellen, zwei Öl und linke Mauer. Und dann schieben sie gemeinsam. Ich habe auch noch keine Ölkrüge gesehen in dieser Level. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben ja das Blaue jetzt gemacht.
Wir können hier weiter. Ich glaube, ich gehe mal in diese eine andere Level und hol mir eine Lampe. Ölkügel sehen wir ja nicht. Wir sehen in dem Raum da gar nichts gerade. Den Weg brauchen wir gar nicht gehen, oder? Ja, einfach zurück zur Kreuzung. Ohne Items wäre es jetzt sowieso an der Tür vorbei gewesen. Und hier sind die anderen. Wir brauchen die Lamp. Sollten wir zumindest brauchen in einem dunklen Raum, nehme ich mal an. So. Sehen wir zumindest, was hier abgeht, und dann kann man weiter agieren. Die Fledermäuse scheine ich nicht zu gebrauchen. Okay. Hä? Krieg mir das? Herzcontainer. Schlüssel? Ja, ich glaube, wir haben eine Tür gefunden gehabt. Jetzt wird es von Safe nochmal Frostkristalle sammeln müssen am Ende. Na gut. Was soll's? So, ich glaube, ich muss da irgendwie jetzt nach oben, ne? Nee. Links rum und dann nach oben. Genau. Nee, hier ist wieder rot. Aber das, was wir für blau haben wollten, haben wir ja erreicht. Das Herzfragment und der Schlüssel. Ja, Fragment, Herzteil natürlich. So, hier gibt's das dann nochmal. Aber warum nicht?
Hier kommen wir aber jetzt gerade so nicht weiter. Da tut man schon die ganze Zeit mit dem Schwertfrucht, oder? Die treffen einen trotzdem eher. Sehr schön. Dann machen wir da vorne gleich wieder blau und dann gehen wir hier unten wieder rum, um darüber da hochzukommen. Können wir auch die Tour nämlich benutzen. Weil er sich ja nur den Weg verschließt, den wir schon gegangen sind. Der hier nämlich. So, hier ist auch nochmal einer. Wahrscheinlich brauche ich den gleich noch. Ah, links die Öl. Ich wurde missverstanden. Wahrscheinlich muss ich das Force da freisetzen. Wie war das? Vier in der Reihe stellen, das links und dann mit der linken Wand irgendwas. Aber bringt nicht wirklich was. Auf jeden Fall zwei Viecher in der Schattenwelt. Kann ich diese Dinger? Den zumindest nicht. Müssen wir noch mal gucken, was die Dekos gesagt haben. Ja, echt noch mal den ganzen Weg für gehen? Weil so komme ich ja jetzt hier nicht wirklich weiter. Nee. Ja, mit den Krügen gesagt oder auch der linken Wand und in der Reihe sein. Was sonst? Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachlesen. Irgendwas muss ich da missachtet haben bei. Und hier noch weitere Räume? Ne, erstmal machen wir das Rätsel, was da war. Da haben es ja die Dekos gegeben.
So, hier ist die 1 und die 4. Vier hochkant in Reihe stellen, genau. Also so. Ölkühe zerschlagen. An der linken Wand. Also, wir haben jetzt die. Also, laut der Anleitung hätten wir jetzt die Tonkrüge zerschlagen. An der linken Wand. Was nicht wirklich irgendwas gemacht hat. So, und Schritt 4. So, wir sollen die Töpfe zerschlagen und dann schieben. Okay. Yay. Kaum was gemacht. Wow. Achso. Moon Pearl. Und ungewöhnliche Erscheinung wie diese hier. Hier funktioniert das nicht so. So, da haben wir die Dinger gesammelt. Sonst gibt es hier nichts. Da können wir ja rausgehen. Das falsche Item mit. Mit dem Hammer könnten wir hier besser klarkommen. Also ich hole einfach mal den Hammer. So ein bisschen Rückweg, aber wir haben ja das Rätsel so gesehen. Aua. Schon gelöst. Ich würde auch die richtigen Tasten drücken, denn das wäre eventuell vorteilhaft, habe ich das Gefühl. Yay, Backtracking. So, Hammer brauchten wir, ne? Weil mit
Mit dem Fall kommt man bestimmt auch gut klar, aber... Kein Herz? Wollen wir nicht einfach die Herzen verwirren? Ja. Geht doch. Braucht doch die Herzen. Wenn er viel zu oft gegen irgendwelche Dinge. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch die ganzen Fackeln hier angemacht, damit wir den Weg dann auch finden, obwohl es dunkel ist. Geht doch. Yay. Fast wie bei Mario. Super Mario war es ja nicht. Das war ja noch Mario Bros. Mit dem Hammer. Oh, nee. Donkey Kong. Donkey Kong. Da hat er den Hammer geschwungen als erstes. Um alles auf seinen Weg zu plätten. Okay, wir sind vor dem Bossraum. Und haben natürlich nicht genügend Force-Kristalle. Sollen wir besiegen ihn, denke ich mal. Phantom Gunnen. Okay, jetzt hätte ich gerne Heile. Achso, war das. Das ist wahrscheinlich das Grüne nur. Wow. Verdammt. Ja, ich treffe das zu selten. Also, die Weißen verschwinden einfach. Das ist gut zu wissen. Wow. Natürlich, wenn sie mich dann gerade schlagen, wenn ich da an der richtigen Stelle bin, ist auch ungünstig. Wow. Geht doch! Au! Haben wir hier keine Herzpots irgendwo? Okay. Vielleicht kommen die Force-Feen zurück. Und danke für den Follow, Siri! Thank you.
Ah. Aber steigst du zu sehr am Rand. Geht doch. Ja, schön synchron auf mich einhauen. Oh, zu weit weg wieder. Natürlich auch interessant, dass gerade die Dinger, die man wahrscheinlich vermeiden sollte, Herzen geben. Ja, ärgerlich. Da schwingt das noch seitlich, ja. Jetzt geben die aber. Ich wollte gerade sagen, jetzt geben die keine Herzen mehr, aber jetzt gerade hat es wieder was gegeben. Irgendwann kriege ich den noch. Meine, er gibt ja auch ordentlich Herzen. Dementsprechend. Möglich ist es. Wunderbar. Und da ist er down. Oh, vielleicht sollte ich erstmal. Genau, die 2000 Force sammeln. Oh nein, der Schattenspiegel, er wurde gestohlen. Dieser Spiegel erweckt das Böse in einem Menschen zum Leben. Dieses Objekt der dunklen Mächte erschafft unheilvolle Kreaturen. Der Schattenlink. Ist er vielleicht die Reflexion eines Bösen selbst? Und wenn der Dieb nun den Spiegel einsetzt, um... Das wäre ja furchtbar. Wenn wir den Spiegel nicht rechtzeitig finden, dann wird Hyrule von einer Armee von Schattenlinks überrannt. Der Spiegel, wer stahl ihn? Wo wurde er hingebracht? Wie es Link erstmal egal ist und er weitergeht. Die rote Maid ist in Gefahr. Der Spiegel, der Schattenspiegel. Die weiße Maid? Ich sorge mich auch um den Spiegel. Wer hat ihn gestohlen? Was ist mit den anderen Maiden? Ist Prinzessin Zelda in Sicherheit? Der Verbleib der lila Maid und der Prinzessin ist noch immer im... Wir wissen auch nicht, wer den Spiegel stahl. Jedoch, da ist etwas, das mich beunruhigt. Als diese Dinger meinen Wald betraten, erwähnten sie einen Grafen der Finsternis. Ganon, Ganon, sangen sie. Es war, als würden sie ihm huldigen. Ganon? Ich habe diesen Namen schon mal gehört. Nein, es war Ganondorf. Aber dieser Mann stammt von den Gerudos. Warum sollte diese Kreaturen einen Wüstennomaden verehren? Es gibt ein Gerudodorf in der Wüste. Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, aber ich suche es trotzdem auf. Jenseits des Dorfes findest du die Ruinen einer uralten Pyramide. Sie sind so alt, dass ihre Erschaffer längst vergessen sind. Ich weiß nur, dass niemand, der die Pyramide betrat, je zurückkehrte.
Ist eine der Maiden dort, so ist sie in höchster Gefahr. Link, trotz all dem müssen wir dorthin gehen. Brechen wir auf. Auf zum unendlichen Wüstenmeer. So. Ja, hat ja ein bisschen länger gedauert, die eine Level. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, ich habe mich auch selten dämlich angestellt. Jo, Wüste freigeschaltet. Level 6, Wüste der Irrungen. Speichern, ja. So.